dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, 4:2 Auswärtserfolg hier bei Viktoria Köln. Torschütze zum 2:1. Kai Brünger steht bei uns. Kai, erzähl mal, was war es für ein Gefühl, kurz vor Halbzeit das Spiel plötzlich auf einmal auf unsere Seite zu ziehen? Also das Gefühl war super. Wir haben nicht so gut angefangen, wie wir es eigentlich wollten. Aber umso schöner, dass wir das Ding gedreht haben und jetzt so eine zweite Halbzeit abgefackelt haben. Die letzten 4 Tage hat man zusammen verbracht. Ja, nach Wiesbaden ist man direkt die Reise nach Köln angetreten. Waren die 4 Tage auch nochmal dafür gut, um als Team nochmal enger zusammenzurücken und sich einzuschwören auf die schweren Aufgaben, die jetzt auch noch kommen? Ja, also ich fand das sehr positiv, also dass man nicht jetzt nochmal eine sehr lange Fahrt in Kauf nehmen musste. Und ja, man war 24-7 aufeinander und man quatscht, ne, spielt mal Karten oder beschäftigt sich anderweitig. Und die Stimmung war überragend im Hotel. Also es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Also ich wäre bald mal wieder für so einen Trip. Ja, heute treffen wir gleich 4-mal. In den vergangenen Wochen sah es vorne noch etwas mau aus. Hat man da spezielle Einheiten trainiert in den letzten 4 Tagen? Ja, wir haben unsere Abschlüsse gezogen im Training und im Video. Das ist teilweise ein bisschen bearbeitetes Thema, sorry. Und ja, aber manchmal braucht es einfach so einen Dosenöffner. Wenn wir ein Tor schießen und dann merken, ja, es ist Glück auf unserer Seite, dann sieht man ja, dann schießen wir 4 Tore. Und ich bin einfach mega glücklich für das Team, weil es gibt jetzt Auftrieb und mit dem Auftrieb müssen wir sofort nach Mannheim gehen und den nächsten Sieg einfahren. Ich habe kurz vor dem Spiel mit Kapitän Tobias Müller gesprochen. Er hat gesagt, ich wette, der Kai, der trifft heute, der macht heute eine Bude. Sag mal, der konnte heute leider nicht mitwirken. Hat er in den letzten Tagen trotzdem aufs Team eingewirkt? Ja, Tobi Müller ist eine sehr wichtige Person fürs Team. Also nicht nur auf dem Platz, sondern auch wie er verbal tätig ist, wie er sich teilweise Spieler rauspickt, mit ihnen spricht. Also ich kenne Tobi schon sehr lange, noch aus den Freiburger Zeiten. Er war damals schon ein brutaler Leader und ja, er ist extrem wichtig für das Team. Sehr wichtig, würde ich sogar sagen. Man hat jetzt auch heute gesehen, der hat 90 Minuten Radau auf der Bank gemacht und ja, das zeichnet für mich einen Captain aus. Lautstark, unterstützt das Team, jeden Einzelnen und überragender Kerl, ja, auf alle Fälle. Vielen Dank, Kai. Dann wünsche ich mir alles Gute für die weitere Woche, eine gute Rückreise und Samstag viel Erfolg im Heimspiel gegen Mannheim. Danke dir. Hau rein.